Monat. Bennett hat zwar seit einem Monat keine Videos hochgeladen, aber wir haben ein richtig gutes Video gefunden. Was ist mit Fortnite passiert? Ey, ey. Hey, ein wunderschöner Dienstag und 14 Uhr. Und wisst ihr, was das heißt? Ein neues Bennett-Video. Yes, sir, yes, sir. Ich habe ein eigenes Musikvideo zu Chassiki gemacht, aber auf YouTube. Schick mal einen Link. Freunde, ich hoffe, euch geht's gut und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Gespannt. Zu einer weiteren Therapiesitzung. Let's go. Ich habe ja schon viele krasse Dinge gesehen, aber der Typ hier setzt nochmal einen drauf. Junge, wo spielt der Fortnite? Ew, Bro. Einfach irgendwo Krankenhaus, Digga. Familienmitglied sitzt im Krankenhaus, Digga, und er zockt erstmal eine Runde Fortnite. Fortnite Battle Royale. Oh mein Gott, er spielt einfach Fortnite, die neue OG-Season, während sein Kind geboren wird. Richtige Entscheidung, Bro. Man muss auch Prioritäten setzen. Kinder kann man immer bekommen. Jetzt aber OG-Fortnite-Season gibt es nur nicht einmal. Für immer. Gute Entscheidung. Oh nein! Perfekt. Alles gefickt. Schöne Story vom Essen hast du gemacht. Ja, wieso ist auch einfach dieses Würstchen nicht gegrillt? Oh na, Bro. Na, Bro. Ja, oh. Gut. Lass gut sein. Komm, das war's nun wirklich mit dem Hotdog. Vergiss es, hol dir einfach einen neuen. Aber Real Talk, das ist auch die gerechte Strafe für die Instagram-Story, die du ja unbedingt von deinem Essen machen musstest. Iss doch einfach. Leg dein Handy weg und iss einfach, wie ein normaler Mensch. Wer von euch fühlt, wenn man früher immer nur Scheiße gebaut hat in der Schule, vor allem in den Schultoiletten, da ging's immer richtig ab. Der Bre hier ist das perfekte Beispiel, für was ich meine. Digga, Schultoiletten, die waren immer so ehrenlos, Digga. Jedes Mal diese Papierdinger zusammengeknüllt, Wasser und gegen Dinger geworfen. Hier der Link. Ja, ich check's später ab. Einfach ein klassischer Troll aus der Schule. Holy shit. Der hat instant Karma bekommen. Der Lehrer oder Direktor ist einfach vor ihm gespawnt. Der Arme. Bro. Hatte ja nicht mal eine Chance, eine Ausrede zu suchen oder so. Das war's. Warte, was? Bei uns verkaufen die Fünfklässler Vapes auf der Schultoilette. Bruder, was ist das für eine Schule, Digga? Was bist du für eine Junkie-Schule? Fünfklässler Vapes. Junge, das ist dicken das ist Anschiss hart. Und am Ende vielleicht noch ein Anruf bei den Eltern. Oh mein Gott, davor habe ich mich immer am meisten gefürchtet. Bro asked for an Edgar. Oh nein, bitte nicht schon wieder einer von denen, die einen Edgar-Schnitt auf Ernst haben wollen. Kommt schon, was los mit euch? Alarm, Alarm, ein neuer Edgar-Loser. Bro, das sieht aus wie Bachelor Baby. Ach du Scheiße. Du wurdest geschlachtet. Was macht dein Friseur eigentlich beruflich? Zeig den Typen, der das mit dir gemacht hat, an wegen Körperverletzung. Yo, einmal sei. Digga, what the fuck? Bei uns sind das Drugs. Sind's ja auch, aber da gibt's sozusagen Dealer. Hä, was? Vape-Dealer oder was? Ey, das ist hart. Auf, kack einfach mal so richtig rein. Job erledigt, aber... Oder bei uns damals, ich weiß nicht, vielleicht war ich auch einfach nicht in den Kreisen unterwegs, da gab's gar nichts. Selber schuld, Junge. Wieso willst du auch einen Edgar-Cut? Wieso kommst du auch auf die Idee, einen Edgar-Cut zu machen? Das ist die gerechte Strafe, du hast nichts anderes verdient. So ist das Leben halt. Lern aus deinen Fehlern, es muss weitergehen. Hattet ihr das schon mal, dass ihr all euren Mut zusammengenommen Nö. Habt und endlich euren Crush auf Instagram eine DM geschrieben habt ja. und sie dann einfach nicht antwortet? Ja. F an alle von uns. Und dann probiert ihr einfach nochmal so paar Tage, paar Wochen später. Vielleicht hat sich's ja beim ersten Mal überlesen. Jeder Kauf von Vape-Dealer, weil 15k, was war 15k und so weiter, nicht erlaubt sind zu verkaufen in Laden. Oh mein Gott, Digga. Alter, Junge, bei euch ist es ja eine richtige Mafiosi, als ob die Lehrer das nicht mitbekommen. Hä?
Nein, sie hat nicht geantwortet, weil sie höchstwahrscheinlich keinen Bock auf euch hat. Naja, und manche bleiben dann hartnäckig und manche lassen es dann einfach sein. Komm, es war sowieso nicht die richtige. Aber der Homie hier, der ist am Grinden. Der ist am Gucken in der Kitchen. Der hat seinen Plan vor Augen und lässt nicht locker. Moment mal, ganz kurz, ich glaube, bei mir wird eingebrochen. Nee, alles gut, doch nicht. Eww! Er zieht wirklich durch. Guck mal, hier hat er so... Ja, zweimal. Zweimal auf eine Story gleich geantwortet. Er ist am Hustlen. Digga, der... Ja, hier auch wieder, ne? Ja, okay, Bro, was doch für Bilder drin sind, Digga. Yo. Yo. Er macht jedes Mal zweimal, ne? Er macht so morgens und dann abends. Digga, what the fuck? Was geht bei dem ab? Digga, der hat sogar dreimal oder so. Ach, wer sagt es ihm? Das ist hart. Er schreibt einfach seit 3 Jahren. Der Bruder versucht es seit 3... Ja, aber was soll sie denn drauf antworten? Weißt du, wie ich meine? Jahren, seit 2020, da war die Welt noch in Ordnung, da habe ich noch zu Hause bei meinen Eltern gelebt und war noch in der Schule. Also eins muss man ihm lassen, er gibt nie auf. Ich weiß nicht, ob das hierbei eine gute Eigenschaft ist oder nicht. Aber komm schon, was macht die auch so auf wichtig? Antwortet dem armen Typen doch mal. Nach 3 Jahren, komm schon, gib dir einen Ruck. Sowas hat noch nie jemand für dich gemacht. Niemand ist so loyal wie dieser Typ. Wie kannst du nur so ruhig bei seinem Downfall zuschauen? Der Arme, ein einfaches Hi reicht doch. Das hat er sich jetzt auch wirklich verdient. Der Arme reagiert noch in 20 Jahren auf die Stories. Wow, look, this rock has eyes. And I have... Oh mein Gott, Digga, der Typ ist durch. Der Typ ist durch, Bruder. Also wirklich, denkt ihr, der ist sauber? Ich glaube schon. Eyes. We all have eyes. Wow. Ah. Holy moly, sind die beiden stoned. Versteht ihr? Weil er High für 3 ist und der Stein halt ein Stone ist. Das war ein Wortspiel. Versteht ihr's? Checkt ihr's? Versteht ihr's? Lil Bro ist wirklich im Universum angekommen. Der hat die Erde verlassen. Ja gut, ich meine, der unterhält sich auch mit einem Stein und erschreckt sich vor ihm. Also ist ja klar, dass es ihm nicht mehr so gut geht. Ah. Egal, was er genommen hat, ich brauch das zweimal, damit ich den Daily Pain aushalte. Wir haben ja schon über Fortnite geredet am Anfang, wo der King einfach während der Geburt seines Kindes bisschen Fortnite spielt. Bisschen Fortnite dies, das. Und dann heute Abend Pfeife oder was? Bro, mal gucken, ne? Mal gucken, ne? Das ist so ein Legendenvideo, wirklich. Das ist so ein Legendenvideo. Fortnite dies, das. By the way, wer von euch hat die OG-Season gespielt? Ich gehe mal davon aus, jeder. Ich habe auch schon gegrindet mit den Jungs. Für Fortnite. Für Fortnite! Und heute habe ich diesen geisteskranken Clip auf Twitter gefunden. Guckt mal, was den Jungs passiert ist. Oh, fuck! Yeah, I'm dead. What the fuck is he doing? Oh, shit. I think the cart pushed him off. Nein, bro. Das ist jetzt schon Legendenclip. Das ist einfach, ey, das erinnert mich so an die Zeit, als ich damals mit meinen Kollegen Black Ops Zombies gezockt habe. Digga, nachts irgendwann, es ist 2 Uhr nachts, du bist immer noch am Zocken, Digga, du darfst nicht laut sein, du musst lachen. Das waren legendäre Zeiten, wirklich. Das waren legendäre Zeiten. Der wird in die Geschichtsbücher von Fortnite eingehen. Für Fortnite. Für Fortnite! Der Bre, der noch am Leben ist, schiebt auch den größten Lachflash. Der hat nicht einmal was gesagt, sondern nur gelacht. Ja. Ich glaube auch, es ist wahrscheinlicher, vom Blitz getroffen zu werden, als dass dir und den Jungs sowas passieren sollte. Der Clip fühlt sich wirklich straight up wie 2018 an. Oh Mann, war das geil damals, dieses Game zu grinden. Als man noch keine Probleme im Leben hat. Das ist auch crazy, ne? Ich spiele kein Fortnite? Ich check das Spiel nicht. Einfach nach Fortnite. Aber was gibt's denn da nicht zu checken? Du musst doch einfach nur schießen und so. By the way, habt ihr gesehen, wie Monte einfach geweint hat? Wegen OG Fortnite. Hä?
Das habe ich nicht gesehen, ne? Habe ich gar nicht mitbekommen. Aber ja, das waren schon legendäre Zeiten. Shifty Shafts, dieses da unten rechts, diese Lagune, wie hieß die? Ist irgendwas mit S auch, ne? Boah, also Tilted Towers, Fatal Fields, wie Moisty Meyer, ne? Moisty Meyer hieß das Ding, oder? Boah, das ist Legende, Digga. Damit hat Dusty Depots, nein, Lazy Lagoons. Guck mal, das ist nicht mehr OG. Das ist gar nicht mehr OG. Dusty Depot, das ist OG. Dusty Depot zwischen Salty Springs. Ich habe das einfach im Kopf, weil ich habe irgendwann aufgehört, Fortnite zu spielen, Digga. Ich habe einfach die ganze OG-Map einfach im Kopf. Digga, warte mal. Fortnite OG-Map. Hier. Nein, Digga, ich gebe. Oh mein Gott. Season 1, hier. Man gibt ein. Hier. Oh, ich hab's gefunden. Hä? Ich krieg's nicht größer. Moment. Da. Hier, genau. Es gab Fatal Fields und Energy Aggress. Ne? Loot Lake. Loot Lake gab's auch, aber das war nur so ein ganz kleines Ding. Und Moisty Meyer. Aber das ist auch nicht die, oder ist, nein, das ist nicht die OG-Map. Lüge, Digga, das ist auch Bullshit, ne? Das ist auch Trash. Das ist auch nicht die echte Map, Moment mal kurz. Die allererste Map, Digga, Season 1, OG, guck mal, man gibt es sogar ein, da kommt OG-Map, irgend so ein Bullshit. Die meisten Leute werden es nicht mal mehr kennen. Ja, hier, das ist die OG-Map. Das ist die OG-Map, Digga. Hier, da belehrt. Ja, ich, Digga, also wirklich, das backt hier alles rum. Mann, seht ihr das? Greasy Grove, Pleasant Park, Energy Aggress, Wailing Woods, Tomato Town, Lonely Lodge, Dusty Depot, Retail Row, ich glaube, das war, und Moisty Meyer. Shifty Chefs war doch auch noch irgendwo, oder ist es auch nicht die? Fortnite ist League Says. Bruder, wie geisteskrank ist das eigentlich? Du hast ja noch einen alten Account. Warte mal. Ja, Bruder, ja. Ich kann einfach so ein ganz altes Video von mir angucken. Weißt du, das ist halt krank, weil du findest nicht mal die alte Map. Gibt's OG ein, Digga? Die meisten Leute wissen nicht mal, was OG ist. Das ist schon ehrlich hart. Und Spawner, ja. Mann, ich hab wirklich, geb Season 0 ein. Ah, stimmt. Season 0. Ja, da kommt genau dasselbe raus, was wir auch schon hatten. Guck mal hier, Fortnite OG. Das da. Oder das gab's alles damals gar nicht. Oder hier auch, wo Vulkan und sowas, das gab's alles damals gar nicht. Das ist schon krass, was mit Fortnite passiert ist. So schön. Das ist schon Er ehrlich. heult einfach wegen Shifty-Chefs. Und der Map, das ist crazy. Das ist wirklich crazy, dass er so viel dabei empfindet. Obwohl, ja, ich check. Er hat wegen dem Spiel einfach Leben durchgespielt, ne? Das Game hat ihn zum Multimillionär gemacht. Der hat mit dem Creator-Code mehr im Monat verdient als wir alle im ganzen Leben. Ja, und ich bin so dämlich gewesen, dass ich das nicht gecheckt habe, Digga. Und Creator Code, ich habe das zwei, dreimal in dem Video erwähnt. Ich habe es einfach vergessen. Bruder, ich hätte so viel Geld damit machen können. Ich habe es einfach nicht gemacht. Also ich habe auch wahrscheinlich Hell of Cash gemacht. Safe, zu 100%. Aber man hätte viel mehr Geld draus machen können. Und das sollte euch zeigen, dass die Welt eine Matrix ist. Brecht aus, solange ihr noch könnt. Und ihr müsst genauso versuchen auszubrechen, wie der Mann im nächsten Video. Guckt mal, Ja, die beefen sich okay. einfach durch die U-Bahn-Türen, ey, als hätten die nichts Besseres zu tun. Aber auch ekelhaft ehrenlos, dass er einfach durch den Schlitz spuckt. Das macht den da drin doch noch wütender. Und by the way, sowas macht man doch nicht. Das ist doch ekelhaft. Wie respektlos willst du sein? Vorbei, vorbei, vorbei. Oh, Tot. der Clip endet hier aber. Das letzte Spucken war der größte Fehler in seinem Leben. Wir wissen ganz genau, wie das hier ausgegangen ist. Natürlich alles friedlich. Die haben sich vertragen und danach sind die ein bisschen ins Café gegangen und einen Orangensaft trinken. Einfach Orangensaft. Turn up. Einfach Yo. Orangensaft. Nee, jetzt mal Real Talk. Das hier ist mit ihm danach passiert.
Naja, Jungs und Mädels, wenn ihr auch Fortnite mögt, für Für Fortnite, dann like dieses Video, kommentiert dieses Video und wir sehen uns nächstes Mal, wenn es wieder heißt Fortnite. Oh, Fortnite, Bruder, das war eine Zeit.